Ich habe heute eine 6 wiederbekommen. Bro, rest in peace. Aber eine 6 zu schreiben ist auch eine Leistung, ich sage ehrlich. Meine 5 ist immer drin, aber eine 6 ist schon so, Bro, du hast einfach gar nichts gemacht. Was sagen wir eigentlich zu Gucci x Adidas, Freunde? Ich habe ein bisschen reingeslidet, reingedeckt. Ich fand die Umsetzung tatsächlich gar nicht mal so kacke, um ehrlich zu sein. Ich fand die Umsetzung nicht schlecht. Das ist besser gelöst als andere Brands, ganz ehrlich. Ich finde auch rein so vom Vibe her kann das klappen, weil Gucci geht ja so sehr auf diese Retro-Schiene, ein bisschen so altbarock-mäßig. Und das gepaart mit diesen älteren, wie hier zum Beispiel diesem Adidas-Logo, das ist auf jeden Fall ein Vibe. Das kommt nicht so eklig auf Krampf rüber wie andere Collabs. Ob ich jetzt riesen Fan von den Pieces bin, sei mal dahingestellt. Aber es ist schon gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht. Besser als was wir sonst sehen, sag ich euch ehrlich. Ich war echt überrascht. Guck mal, das sieht low-key nice aus. Das sieht low-key aus wie so einen Anzug, den irgendein Trainer 1975 anhat. Weißt du, wie ich meine? Und den Vibe haben die getroffen. Safe. Ob uns das jetzt alles gefällt, ist selber dahingestellt, aber ich finde die Umsetzung nice. No cap, haltet mich für verrückt oder nicht? Findest du Prada oder Gucci besser? Meinst du, was meinst du, Bro? Meinst du die Collabs? Also die Adidas Collabs mit den Brands oder meinst du die Brands an sich? Also die Collabs. Ganz ehrlich, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich Gucci mit Adidas deutlich stärker als das, was Prada da hingelegt hat. Die letzten Prada-Sachen, die rausgekommen sind, die waren, to be honest, vielleicht sogar die besten, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber alles vorher war sehr, 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 sehr schwach, meiner Meinung nach. Wie alle haten, übelstimmige Pieces jetzt nur vom Look. Bro, Nico, genau das habe ich doch gesagt. Also vom Look her ist es sehr, sehr stark geworden. Also die Looks sind wirklich nicht schlecht. Ist halt sehr typisch Gucci, muss man jetzt nicht zu krass loben, aber ist schon ein Vibe. Ich war sehr überrascht, dass die Collab so aussieht. Nicht mein Vibe, aber definitiv ein Vibe. Ja, safe. Also, wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht alles ultimativ krass oder auch vielleicht für mich nicht tragbar, aber da sind schon Sachen dabei, kann man appreciaten. Oder die Umsetzung. Auch hier zum Beispiel diese Jacke finde ich sehr cool. Es sind einfach Looks. Es sind keine Pieces, es sind Looks. Das taugt mir auch hier. Das Ding, es ist ein Look, safe. Es ist ein starker Look. Ich find's echt gut. Umso häufiger ich es mir angucke, umso nicer finde ich sogar. Ah, ey, Leute, das ist krass. Das ist heavy. Geht schon in Richtung Haute Couture, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist halt auch Gucci, aber ja, es ist halt eine Gucci Collab, darf man auch nicht vergessen. Ey, wirklich stark. Stark. Starke Dinger, starke Looks. Ey, ich bin low-key Fan, ich sag euch ehrlich. Der Blazer ist zu wild. Was ist das für ein wilder Blazer? Krank. Okay, das... ja, aber... ey, was sind das für wilde Handschuhe? So Boxhandschuhe? Krank. Ey, sehr, 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 sehr gut gelöst, ne? Oh Gott, sehr, sehr, sehr gut. Und jeder, der sagt, nein, ist nicht gut gelöst, sorry, kann ich nicht unterschreiben. Kann ich wirklich nicht unterschreiben. Die Vintage-Weiß beider Brands gehen auch sehr gut ineinander auf. Ja, genau das ist ja das, was ich angesprochen habe. Das... Die beiden, so dieses alte Adidas, dieser alte Adidas-Vibe mit diesen Barock-Gucci-Vibes sehr, sehr krass miteinander hier funktionieren. Also, ey, krass, krass. On God, ich weiß ja nicht, wo das preislich liegt. Wahrscheinlich halt so ganz normal Gucci, aber ich finde auch die Hose wild. Die Hose ist krass. Die Hose ist so nice. Fühle ich sehr die Hose. Wie ich mir sogar ziehe, no joke. Auch krasse Hose, krasser Blazer, krasser Look. Den gibt es auch in grün, da gefällt er mir sogar noch besser. Auch gutes Konzept. Das ist wirklich sehr krass. Sehr, sehr gut gemacht. Fett holt sich endlich die drei Gucci-Pieces für die Outfits. Für die Outfits. Ihr wisst, wie es läuft. Für die guten Outfits. Erstmal wichtige Ankündigung, Chat, damit ihr ja Bescheid wisst. Es tut mir leid, aber der Stream am Montag wird leider ausfallen. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich ausfallen. Ich bin in Berlin am Montag auf der Videopremiere, Freunde, von dem neuen Batman-Film. Sehr krass, sehr, sehr, sehr krass. Ey, wir brauchen eigentlich einen wilden Fit für diese Premiere. Hat jemand eine Idee? Ich sag ehrlich, eigentlich für so ein Batman-Fit, für so ein Batman-Premiere, musst du in All Rigged gehen. Rigged out. Wisst ihr, wie ich meine? So auf diese Ich-bin-Batman-Vibe angelehnt. Das wäre schon, könnte kommen. All Black mit so ein bisschen Leder drin. Oh Gott, vielleicht sogar die ADR-Jacke. Oh Gott, die ADR-Jacke. Stell dich mal vor, schwarze ADR-Vampire-Jacket.
Darauf meinetwegen die Pants. Und meinetwegen auch die Schuhe. Habe ich das so schon mal gerockt? Aber es könnte ein Vibe sein. Schuhe. Boots, meint ihr Boots? Ja doch, passt schon. Locker denken dann Leute, dass ich da irgendein Schauspieler bin. Aha. Dann noch so eine Sonnenbrille, so auf crazy. Aber das kann ich mir vorstellen, so auf spontan. Das kommt. Die Jacke beim Film anbehalten, damit man schön ins Schwitzen kommt. Jo, komm, machen, sag ich dir ehrlich. Skimaske nicht vergessen. Boah, Bro, ich besitze keine Skimaske. Ich sage, also, ich war jetzt nie so wirklich auf diesen Skimaskenfilm. Ich hätte meine Meinung dazu. Ich finde es ganz nice für Instagram-Bilder, aber abgesehen davon weiß ich es jetzt nicht. Geh als Joker wie Playboy Cardi bei der Listening Party. Ja, auch krass, sag ich ehrlich. Meinung zum neuen Rick Owens Converse Chuck. Bro, den haben wir uns schon am Mittwoch angeguckt. Also kennen wir halt schon, was soll ich sagen, kennen wir schon. Ist der Kollege hier. Was kostet der Bums? Ach krass, den gibt's umsonst. Ach, hier oben, 170. Nee. Ich habe den weißen, glaube ich, erst ein oder zweimal angehabt. Nicht, weil ich den nicht feiere, weil das einfach ein Sommerschuh ist. Ihr wisst, Chucks, bei dem Wetter friert ihr euch den Arsch ab. Das ist halt ein Stoffschuh, also der weiße hier. Deswegen, habe ich den noch nicht oft angehabt. Ja, da finde ich den hier zum Beispiel, also den ziehe ich aktuell häufiger an, einfach weil der halt auch dann wind- und wasserfest ist. Ihr wisst, wie es läuft. Hey, könntest du kurz über die neue Diesel Fall Winter 22 Kollektion schauen? Sehr stark geworden, meiner Meinung nach. Ja, Alter, Diesel hat abgerissen, beziehungsweise Glenn. Diesel ist ja jetzt schon seit längerer Zeit sehr stark oder am Kommen. Aber die neue Kollektion, die glaube ich am Mittwoch oder so präsentiert wurde, wirklich krass. Krass. Ich feiere es so sehr, wenn so totgesagte Brands dann so ein übertriebenes Comeback schaffen. Meistens hängt das natürlich damit zusammen, dass irgendwas intern passiert. Wie jetzt zum Beispiel, dass Glenn die Creative Director Arbeit von Diesel übernommen hat. Glenn ist der Typ, der auch bei Y Project ist. Und Y Project ist ja, gerade was so Schnitte angeht, sehr, sehr innovativ, sehr, sehr experimentell. Diese DNA hat er jetzt auf Diesel gepackt. Geisteskrank. Unfassbar stark. Wirklich sehr, klar, nochmal. Man merkt sehr den Einfluss, aber hey, darum geht's doch. Seinen Stempel aufzudrücken und nicht das zu machen, was irgendwie dann schon 100 Mal passiert ist. Guckt euch das an. Ey, Freunde, jetzt no joke. Verrückte Sachen sind mit dabei. Sehr viel. Also, ich finde auch super nice. Bro, was ist das für ein Code? What? Nochmal, sehr, sehr White Project. Also, Glenn halt, aber mit Diesel drin. Sehr, sehr krass umgesetzt. Unfassbar. Wow. Als ich das gesehen habe, war ich echt, auch das Ding, crazy. Freunde, wir reden hier gerade von Diesel, der Brand, die irgendwie mit Marken verglichen wurde, so True Religion Vibes mäßig, so, ich will nicht sagen, dass Diesel komisch war, aber, oder ist, aber war schon immer so ein bisschen so, für das, was es ist, überteuert, wisst ihr, wie ich meine? Klar sind auch schwache Dinger mit dabei, aber, Freunde, auch krasser Look, ich feier's. Crazy Look. Alter, so nice. Und das ist halt schon Diesel to the fullest, aber auf nice. Ja, den feiere ich gar nicht. Ist auch einer der Schwächeren. Ey, schaut euch das an und wer will mir sagen, dass das wack ist? Krank. Unfassbar heavy. Okay, der ist ein bisschen drüber. Da fand ich den anderen nicer. Auch vom Colorway her. Ich muss echt sagen, bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Ich glaube, wenn Diesel so weitermacht. Ich weiß nicht, das könnte auch so ein Ding sein, wie zum Beispiel Rev bei Calvin Klein, wo Rev coole Sachen bei Calvin Klein gemacht hat, die sich aber nicht verkauft haben. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann wurde halt Rev rausgekickt, beziehungsweise ist er weggegangen. Nicht, weil die Pieces schlecht waren, sondern weil sich das einfach nicht verkauft hat, weil es halt immer noch, sorry, wenn das so hart klingt, aber es ist halt immer noch Calvin Klein und Leute haben es dann nicht eingesehen, irgendwie 1000, 1500 Euro, vielleicht sogar 2000 Euro für einen Calvin Klein Parker auszugeben. Wisst ihr, wie ich meine? Daran, das ist das Problem, was ich hier auch sehe. Diese Pieces sind nice, aber die Käuferschaft wird das vielleicht nicht annehmen. Weil normale Dieselträger, normale Leute, die Diesel kaufen, für die wird das zu extra sein, für die wird das zu ausgeflippt sein. Und Leute, die halt genau so eine Ästhetik, so einen Stil feiern, kaufen sich dann vielleicht eher die Regular Pieces von Y Project, als jetzt von zu Diesel zu wechseln. Vor allem auch, wenn das halt pricey ist. Und Diesel ist pricey. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie anfangen, die Sachen zu normalisieren.
zu günstiger als der eigentliche Markt vorgibt zu verkaufen, wisst ihr, ich meine? Das ist halt eine Problematik, die ich hier sehe, dass der Stuff nice ist, der Stuff ist wild, aber letztendlich will den keiner haben, beziehungsweise Leute wollen den haben, aber alle warten auf den Sale, alle warten darauf, dass das auch unfassbar guter Look ist. Farblich sehr krass. Finde ich auch super cool, dass hier dieser Gürtel oder dieser Minirock, whatever, schon häufiger mit aufgegriffen wurde. Ist zwar auch nicht wirklich tragbar, komplementiert auf jeden Fall den Look. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Aber das meine ich halt damit, dass ja die Käuferschaft einfach nicht da ist. Und dass deswegen Creative Director so ein bisschen in die Enge gefühlt fühlen. Beziehungsweise, dass der Plan dann nicht aufgeht. Dass das Wirtschaftliche einfach nicht gegenüber dem kreativen Aspekt ankommen kann, weil nochmal, du kannst den heftigsten Stuff machen, den du irgendwie, der potenziell möglich ist, wenn sich das nicht verkauft, dann wird immer ein CEO sagen, ey Bro, du machst ja eine gute Arbeit, aber musst nicht nur da liefern, sondern das muss sich auch verkaufen. Das muss sich immer verkaufen. Und das ist ja auch so eine Sache, so eine Thematik, die wir immer auch mit einbeziehen, beziehungsweise über die wir auch reden, wenn zum Beispiel andere Brands, jetzt unabhängig jetzt von diesem Segment, ich sag mal jetzt in der Streetwear-Bubble, wie zum Beispiel Elevate, die können halt auch nicht zu krass diese Kreativschiene fahren, weil das verkauft sich dann nicht. Es muss immer noch auf die Zielgruppe drauf abgespeckt oder drauf abgezielt sein, damit einfach die Standards, die eine Brand haben, einbehalten wird, beziehungsweise vielleicht sogar noch getoppt wird. Ja, stellt euch mal vor, Elevate bringt jetzt irgendwie einen Crop Hoodie mit 3 Meter Ärmeln raus oder was auch immer, das wird sich dann letztendlich nicht so gut verkaufen wie ein regular Hoodie, wo einfach plump Elevate draufsteht. Warum? Weil die Käuferschaft von Elevate, die in den letzten Jahren aufgebaut haben, das nicht fühlen. Und das könnte halt hier das Problem sein. Aber dennoch, ich als Konsument, wir als Leute, die die Szene verfolgen, können das, hoffe ich dann zumindest, können wir das appreciaten. Und können das dann fühlen. Ich bleib dabei. Sehr, sehr krasse Kollektion. Ich finde, ist sehr gut umgesetzt. Und bin auch super gespannt, was da noch kommt. Wirklich super stark. Ich weiß ehrlich nicht, wie man das nicht stark finden kann. Aber ich finde, das hat sich auch in den letzten Monaten so ein bisschen herauskristallisiert, dass Diesel auf einem sehr guten Weg ist. Da gab es jetzt schon länger immer wieder starke Sachen. Aber das ist jetzt so die Spitze des Eisberges. Mit der... Was ist das eigentlich? Fall 22 Kollektion, wo man wirklich sagen muss, Alter, die muss man auf dem Schirm haben. Die muss man auf dem Schirm haben. Ich habe heute eine 6 wiederbekommen. Bro, rest in peace, aber eine 6 zu schreiben ist auch eine Leistung, ich sage ehrlich. Meine 5 ist immer drin, aber eine 6 ist schon so, Bro, du hast einfach gar nichts gemacht. Aber Bro, was soll ich dir sagen? Gib Gas, Mann. Nie wieder Modemarke führen oder nie wieder Kleidung kaufen? Ja, Bro, ganz schwierige Sache. Ich sag ehrlich, dann lieber nie wieder Kleidung kaufen, weil wenn du eine Modemarke führst, dann kannst du deine eigenen so Klamotten machen. Mach mal was Witziges, mach du doch. Jeder, der noch mit ins Community-LPU rein will, einmal reinsubben. Joke. käuflich das Ganze. Aha. Marketing-Genie, ja. Hast du gesehen, wie Kanye angepisst war und das Mikrofon wegwirft? Fand's funny, ja, hab ich gesehen. Die ersten Songs sind ja auch raus, beziehungsweise, doch rausgekommen. Leider halt nicht auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Aber man lässt sich natürlich nicht lumpen und findet Mittel und Wege, um sich das Ganze trotzdem anzugucken. Oder anzuhören vielmehr. Ich hoffe einfach nur, dass irgendwann dann doch die Sachen irgendwie auf Spotify oder so landen, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Der kann ja eigentlich keine Welle machen, von wegen kauft euch dieses Gerät, damit ihr die Musik habt. Und dann letztendlich landet es doch da. Weißt du, wie ich meine? Hast du ein Faith-Piece von Ruff? Ja, die Ledersachen sind unfassbar krass. Die Ledersachen sind unfassbar krass. No cap. Ich finde die College-Sachen auch zu wild. Ach, alles ist wild. Es gibt natürlich auch schwächere Pieces, die ich vielleicht nicht so hundertprozentig fühle, beziehungsweise mit denen ich weniger anfange als andere, aber wie ich gerade gesagt habe, sind sehr, sehr nice. Wie findest du den Converse X Kim Jones Chuck? Relativ basic und spektakulär, aber so für einen Daily Beater kann man das machen. Vielleicht startet er damit auch sein eigenes Streaming-Portal, wo Künstler fair bezahlt werden. Ich sag ehrlich, ich kenne mich da zu wenig aus, um da jetzt irgendwie eine krasse Aussage zu tätigen. Aber wenn ich mir die ganzen Rapper anschaue, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die wenig Geld verdienen. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, das sind dann auch die Rapper, die halt da Millionen von Aufrufe generieren. Für kleinere ist das vielleicht dann nicht so einfach safe. Aber wird halt super schwer dagegen anzutreten, ne? Aber mein Gott, immerhin macht der Move.